Hey, cool, dass du wieder dabei bist. Wir machen heute ein Video zum Thema finanzielle Unabhängigkeit für Unternehmerinnen. Also, wenn du Lust hast, dann bleib gerne dran. Wir sind heute im neuen Setting hier. Ich habe mein YouTube-Zimmer ein bisschen eingerichtet, ne? Und heute sprechen wir über finanzielle Unabhängigkeit, weil natürlich wir super viele Anfragen dazu haben. Wir werden regelmäßig gefragt, Katrin, ich möchte finanziell unabhängig sein. In der Regel, das sage ich schon mal vorweg gesagt, werde ich dahingehend so deutlich angesprochen, wenn es vor allem darum geht, Menschen zu helfen, die finanziell sehr, sehr schlecht dastehen. Also lass uns mal loslegen und ins Thema einsteigen. Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet per Definition erstmal nur, dass du mehr Geld zur Verfügung hast, als du tatsächlich zum Leben brauchst. Okay, das heißt, deine Entscheidungen sind nicht mehr von deinen Finanzen abhängig. Das war's. Jetzt ist das wahrscheinlich nicht das, was du dir vorgestellt hast. Und die Frage ist ja, wie kriege ich das hin, am Ende wahrscheinlich weniger arbeiten zu müssen für das, was ich an finanziellen Möglichkeiten brauche. Und es gibt zwei wichtige Parameter, die da eine Rolle spielen. Das eine sind deine Einnahmen und das andere sind deine Kosten. Also was nimmst du ein, was gibst du aus? Relativ simpel, okay? Jetzt macht es natürlich total Sinn, in diesem Zusammenhang sich zu überlegen, okay, welche Kosten gibt es überhaupt und welche davon sind immer gleich? Also sprich Miete, was noch? Miete, Strom, Gas, Handy, Internet, was weiß ich, irgendwelche Unterhaltszahlungen, whatever. So, das ist eigentlich immer gleich. Also wir unterscheiden in Fixkosten und variable Kosten. Okay, also Fixkosten sind die, die immer gleich sind. Variable Kosten sind die, auf die du jeden Monat Einfluss nehmen kannst. Dazu gehören zum Beispiel Lebensmittel. Also du hast ja nicht auf den Preis der Lebensmittel selbst Einfluss, aber auf die Menge, die du ausgibst an diesem Punkt. Shopping ist ein Thema, Online-Shopping, Urlaub. Was zum Beispiel auch Fixkosten sind, wenn du das brauchst, sind Auto- und Bahntickets und so weiter, dass wir das auf jeden Fall unter die Fixkosten packen. Das müssen wir einmal transparent aufdröseln. Okay, das, was wir jetzt besprechen, nennt sich Budgetierung. Das heißt, du guckst dir an, wie viel Geld nimmst du ein und wie viel Geld gibst du aus. Wenn da was Positives steht, ist es erstmal ein gutes Zeichen. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, gerade für Unternehmer haben wir jetzt ja eher nicht so die Vorstellung von, ich möchte einfach nur was übrig haben. Okay, weil wir natürlich mit dem, was wir übrig haben, im Gedankengang hoffentlich so unterwegs sind, dass wir überlegen, wie können wir das jetzt bestmöglich investieren, damit mehr Geld daraus entsteht. Und das ist ein Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen Kosten und Investitionen. Kosten ist Geld, never see again. Okay, gibst du aus, das ist weg, that's it. Okay, es geht nur jetzt erstmal um den Geldkreislauf. Dass du natürlich etwas dafür bekommst, wenn du Kosten hast. Also im Sinne von, ich gebe Geld aus, dafür habe ich eine Wohnung. Ich gebe Geld aus, dafür habe ich was zu essen. Ich gebe Geld aus, dafür habe ich einen Handyvertrag, bla bla bla. Das ist alles klar. Okay, dass natürlich dem ein materieller Gegenwert gegenübersteht. I got it. Aber die Frage ist ja, es gibt ja auch Arten von Kosten, die dir Geld bringen. Zum Beispiel der Klassiker, eine Investition in dein Wissen oder in deine Fähigkeiten. Warum? Weil du im Nachhinein mit diesen Fähigkeiten in der Regel am Markt deine eigene Arbeitskraft höherwertig verkaufen kannst. Das bedeutet, du daraus direkt einen höheren Wert erzielst. Das wiederum bedeutet einen größeren Cashflow zu dir zurück. Das muss man einmal verstanden haben. Im Unternehmen sind das beispielsweise Ausgaben für Werbeanzeigen. Wenn wir uns Online-Businesses angucken, dann ist natürlich total sinnvoll, dass du persönliche Weiterbildungen machst, okay? Das ist okay. Es gibt den Punkt, wo das einfach keinen Sinn mehr macht. Wo du sagst, okay, wenn ich jetzt noch eine Weiterbildung mache, und jetzt ist der Punkt bei Investitionen, überlegen wir uns immer, welchen Einfluss hat das wohl aufs Betriebsergebnis? Also was sind die Auswirkungen dieser Ausgabe, Investition, was auch immer? Was wird daraus entstehen? Und wenn wir diese Auswirkungen positiv beantworten können, dann ist es okay, dann ist es ein Investment, dann musst du halt gucken, ob du das vom Cashflow hinbekommst und so weiter, dann ist alles fein. Wenn die Auswirkungen jetzt schon absehbar gering sind oder wenig Impact haben, dann solltest du darüber nachdenken, ob das tatsächlich in dem Maße zurückfließen kann. Kleines Beispiel. Was ist, wenn jemand beispielsweise, was ich ganz oft sehe, Kinder- und Jugendcoach ist? Haben wir relativ viele hier in der Community, deswegen nehme ich mal dieses Beispiel. Und du bist eigentlich Kinder- und Jugendcoach, möchtest dich damit selbstständig machen, startest damit durch, bist jetzt vielleicht schon 1,5 Jahre selbstständig, hast in der Zeit vielleicht 2 Kunden gewonnen, die haben dich auch nur so halb bezahlt. Und jetzt überlegst du, ob du nochmal eine Weiterbildung machst zur Reflexion. Flex-Integration. Ganz offen, das ist die falsche Baustelle. Warum? Weil dir die weitere Ausbildung zur Reflexintegration wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, bis du daraus tatsächlich Umsatz generieren kannst für dein Unternehmen. Das heißt, du darfst dir angewöhnen, auch deine eigene Person als Asset, also mit Fähigkeiten und Skills, als Asset im Unternehmen zu betrachten und zu überlegen, ist das Geld an dieser Stelle der Weiterentwicklung dieses Assets, nämlich dir als Person, richtig angelegt? Und das ist halt die Frage, würdest du selber einem Mitarbeiter, der schon lange bei dir im Unternehmen ist und seinen Job macht, zusätzliche Weiterbildungen bezahlen, wenn du sagst, aber was sollen wir damit jetzt hier im Unternehmen auf dem Stand, wo wir gerade stehen?
dann muss der Unter das auch, falls du angestellt bist, übrigens eine gute Herangehensweise, dann solltest du dir selber überlegen, welchen Mehrwert genau das hat, wenn du diese Weiterbildung machst. Und das ist halt was ich sehe, was ganz, ganz viele überhaupt nicht sauber für sich selber beantworten, sondern eher aufgrund, natürlich, Unternehmer und Unternehmerinnen sind immer neugierig und so wissenshungrig und sind stetig lernend und so. Das ist alles wichtig und das ist auch alles richtig. Ich will dir das auch nicht verbieten. Ich kann nur sagen, das macht irgendwann keinen Sinn mehr. Irgendwann wird es dir nicht mehr maßgeblich weiterhelfen auf deinem unternehmerischen Erfolg. Und das wiederum hat keinen Einfluss auf deine finanzielle Unabhängigkeit. Im Gegenteil, es ist eher kontraproduktiv. Warum? Nochmal. Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet, es geht mehr Geld rein, als rausgeht. Auch das ist das, was das Unternehmen für dich tun soll. Und ich meine, was rausgeht, nicht nur dein Gehalt, sondern auch das, was nach deinem Gehalt übrig bleibt. Das ist das, was du an Wert tatsächlich schaffst. Und das ist das, was dich finanziell unabhängig macht. Ich nenne das liebevoll Fuck You Money. Wir brauchen ein bisschen Geld, worauf es da, wo es nicht ankommt, wo du sagst, wenn jetzt 6 Monate alles Mist ist, dann bringt es mich nicht um. Und wenn du diesen Wert mal den emotional nimmst und sagst, stell dir vor, du hättest Rücklagen für 6 Monate im Vergleich zu, ich mache die 37. Weiterbildung in meiner Expertise, innerhalb meiner Expertise, dann hat das wahrscheinlich nicht den gleichen Wert für dich, auch emotional, auch von der Sicherheit und Stabilität her, als wenn du sagst, ich habe 6 Monate Rücklagen und jetzt ist erstmal egal, was passiert und ich kann frei weg mich um mein Wachstum kümmern. Okay, das ist super wichtig. Das heißt, was wir brauchen, wenn wir über Investitionen reden, ist, wir brauchen den klaren Return of Invest, so heißt das, okay? Das heißt, wir müssen sehen, wann kommt das Geld wieder rein. Macht es Sinn, zum Beispiel bei uns im Insider-Club zu starten? Jetzt würdest du wahrscheinlich lachen. Natürlich macht das Sinn. Warum? Weil wir dir im Insider-Club zeigen, wie du deine Sachen verkaufst, wie du Geld generierst. Das ist das, was die meisten nämlich nicht können. Und wenn sie dann feststellen, dass sie das ja nicht so gut können, dann kümmern sie sich nicht darum, sondern machen lieber nochmal eine Fachausbildung. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, so warte mal ganz kurz, das ist eigentlich der Schritt in die falsche Richtung. Und aufgrund dieser finanziellen Betrachtungsweise gelingt dir das jetzt vielleicht einfach besser zu beurteilen, ob das die richtige Art von Weiterbildung ist. Weil das Gefühl, dass du sagst, mir fehlt irgendwie was, damit ich weiterkomme, damit ich an meinen nächsten Baustein arbeiten kann, das ist völlig richtig und das ist auch völlig fein und richtig und korrekt. Allerdings ist es wahrscheinlich keine Fachausbildung, weil du ganz offen, die meisten von uns denken, ich habe so wenig Kunden, weil ich fachlich nicht gut genug bin. Ich kann dir sagen, du hast nicht Kunden, weil du fachlich nicht gut genug bist, sondern du hast keine Kunden, weil du nicht verkaufen kannst, weil du keine Ahnung hast, wie man Kunden gewinnt. Das ist eine andere Disziplin. Und das ist was sich natürlich lohnt zu lernen. Und dann sind wir auch bei einem Return on Invest, weil ich sage, wenn du das einmal geschnallt hast, dann ist ja egal, was du verkaufst, das wirst du immer wieder und immer wieder einsetzen. Das wirst du immer wieder neu reproduzieren können. Und damit ist der Return of Invest auf jeden Fall sicher gegeben. Oftmals solltet ihr, das ist was ich euch empfehle, wenn ihr Weiterbildungen bucht, solltet ihr für euch auf als Gründer, also sprich Unternehmen jünger 3 Jahre, okay, als Gründer auf jeden Fall in Betracht ziehen, dass die Investition innerhalb von 12 bis maximal 18 Monate wieder eingespielt ist. Das sollte die Range sein. Wenn du das nicht klar beantworten kannst, kann ich dir sagen, es ist die falsche Investition. Oder auch vielleicht die falsche Höhe. Auch das kann sein, ne? Weil auch wir sehen natürlich online, dass draußen Angebote gibt, die bei 25.000, 35.000 Euro und mehr sind, wo ich denke, warum sollte man das investieren, wenn auf der Einkommensseite einfach noch eine harte Null steht oder 200 oder 300 Euro pro Monat, dann sind 35 oder 25.000 Euro, das ist einfach völlig außerhalb der Reihe. Also es ist einfach völlig out of reach. So, und das ist, natürlich kannst du das machen, ne? Natürlich kann man auch mal überstrecken in ein höheres Risiko gehen, aber dir muss halt klar sein, dass das ein richtig hohes Risiko ist, was du da fährst. Und muss man das so machen? Ich denke nicht. Wir haben ziemlich gute Antworten gefunden, auch auf kleinere Budgets, auf kleinere Investments, wo du trotzdem unterstützt wirst und natürlich trotzdem deine Schritte vorwärts gehst und einfach da gesund reinwachsen kannst, weil niemand von uns hat gegründet, um sich finanziell die Ohren abzufahren. Wenn ich richtig informiert bin, ist das für die wenigsten die Motivation dahinter. Also, was total Sinn macht, ist, sich hinzusetzen und wirklich in diese Budgetierung zu starten, um das nochmal einmal kurz abzurunden. Wie kriegen wir das jetzt hin? Also du guckst dir an, wie viel Einnahmen hast du, wie viel Ausgaben hast du. Dann guckst du dir an, wie viel Einnahmen musst du überhaupt generieren. Also wie viel Einkommen willst du dir selber auszahlen? Okay, das ist auch ein Fixum, bitte. Das ist was du fix auszahlen willst. Das gehört fast fest auf deinen Zettel, wo du deine Ausgaben hintrackst, okay? Und dann ist die Frage, wie viel Geld müssen wir dafür generieren?
Und dann ist die nächste Frage, wo stehen wir jetzt gerade, wenn es darum geht, das zu generieren? Und dann überlegen wir, okay, je nachdem, wohin wir jetzt wachsen wollen mit unserem Unternehmen, können wir unterschiedliche Budgets anwenden, okay? Also im Online-Business reden wir darüber, dass du von all deinen Einnahmen netto, also ohne Mehrwertsteuer, 35% ungefähr als Gewinnmarge anstreben solltest. 35%, die stehen bleiben. Das heißt, du nimmst 100 Euro ein, 109, machen wir 119 Euro, okay, dann hast du 100 Euro netto ohne Mehrwertsteuer. Und von den 100 Euro netto sollte deine Kostenstruktur inklusive deines eigenen Gehalts so sein, dass 35 Euro übrig bleiben. Okay? So weit die Marschrichtung. Wenn du das gut hinbekommst, dann kann man natürlich dann anfangen zu überlegen, womit man die 35%, ob man die nimmt, davon noch investiert, ob man davon Weiterbildungen macht, Marketingmaßnahmen, was auch immer, ob man das hochfährt, damit sich das, ne, wieder nach oben nivelliert sozusagen. Das kann man alles machen. Wenn du dazu eine Beratung willst, dann buch dir gerne hier unten einen Termin. Dafür haben wir das gemacht, weil das natürlich super Einzelfallbetrachtungen sind und in der Regel ja auch die gesamten Familienfinanzen betreffen. Also das heißt, die Frage ist ja schon, wie seid ihr als Familie aufgestellt? Ganz oft ist die Situation so, auch wenn es super privilegiert ist, das Wort. Also ganz oft ist es so, dass auch wenn es sehr, sehr privilegiert ist, natürlich die Situation entsteht, dass du vielleicht gar kein Einkommen generieren musst, weil das auf jeden Fall durch deinen Ehemann oder deinen Lebenspartner, Lebenspartnerin gesichert ist. Das ist völlig fein. Und gleichzeitig darfst du natürlich darauf achten, dass dein Unternehmen trotzdem profitabel ist, weil am Ende ist es so, dass du mit deiner Lebenszeit bezahlst. Okay, und das, ich finde, das sollte sehr, sehr schnell sehr ausgeglichen sein. Und das ist was, warum ich mir überlegt habe, dass wir dieses Video nochmal separat machen, weil das vielen, glaube ich, nicht klar ist. Auch, dass wir eben zum Beispiel im digitalen Unternehmen bei 35% Deckung reden, also dass wir über 35% Gewinn reden. Ich habe letztens einen Chart gefunden, da ist der Durchschnitt des Mittelstandes in Deutschland, könnt ihr gerne mal gucken auf Statista, der Durchschnitt des Mittelstandes in Deutschland fährt eine Gewinnmarge von nur 7-9%. Das ist super wenig übrigens, ja. Also das heißt, wir haben natürlich digital alle Möglichkeiten, weil wir eben so wenig Kosten haben, weil wir das super klein und super lean organisieren können. Und gleichzeitig ist es für mich ein absolutes Rätsel, wie das sein kann, dass es so viele Unternehmer gibt, die einfach keine Gewinne machen. Weiß ich nicht warum. Und deswegen kann ich dich nur einladen, das zu machen. Wenn du Hilfe dabei brauchst, komm gerne auf uns zu. Wir finden sicherlich eine Möglichkeit, dich da zu unterstützen. Ich kann dir sagen, bitte bezahl dich selber. Bitte guck, dass du deine eigenen Ziele erreichst. Dafür ist das Unternehmen da. Natürlich helfen wir Kunden. Das meine ich damit nicht. Aber seitdem diese Terminologie, dass wir helfen Kunden und verkaufen nicht aufgetaucht ist, gibt es komischerweise, vielleicht nicht nur in meiner Zielgruppe, aber auf jeden Fall unter den Müttern, sehr, sehr viele Ladies, die auch ihre eigenen Ziele unter dem Aspekt des Helfens so weit hinten anstellen, dass die komplette Gewinn- und DB-Betrachtung hinten runterfällt. Und das macht einfach unternehmerisch überhaupt gar keinen Sinn, weil es dich extrem angreifbar macht, weil du extrem schnell auch kippst, wenn deine Nachfragesituation sinkt beispielsweise. Und das sind alles Sachen, die machen dich im Grunde einfach labil. Damit ist dein Unternehmen nicht wirklich gut gewappnet für herausfordernde Zeiten. Und das finde ich super schwierig. Deswegen die Einladung an dieser Stelle. Okay, also widmet euch dem. Bitte, 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 bitte. Unabhängig wärst du nur, wenn du entsprechend Rücklagen aufgebaut hast, wenn du guckst, dass das Unternehmen profitabel ist, wenn du dich nicht mehr abhängig machst von der direkten Marktnachfrage, das ist alles Unabhängigkeit, okay? Alles andere kommt vom Meditationskissen und da soll es gerne auch bleiben. Das hat mit Zahlen und Realität nicht so viel zu tun. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Wenn du Fragen hast, wie gesagt, dann lass uns gerne austauschen. Ich bin da gerne bereit, auch mal zu lüften, wie wir das so machen und wie das so aussieht in real und auch wie sich das entwickelt über die Laufzeit eines Unternehmens, weil das ist nämlich nicht immer gleich. Aber das sollte die Zielstellung sein und da kannst du gerne mal einchecken. Also in diesem Sinne, viel Erfolg beim Unabhängigwerden, ja, und beim Unabhängigsein und Bleiben vor allem. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also bis dahin, hau rein. Ciao.